Lightroom Smart Previews als Datensicherung verwenden. Geht es? Wie? Ist es gut? Warum? Erkläre ich dir in dem Video. Ja, zuallererst hoffe ich mal, dass du noch nie von Datenverlust betroffen warst und zweitens nie von Datenverlust betroffen sein wirst. Ich habe es leider, ja, also ich habe leider letztes Jahr so ein kleines Problem mit meinen zwei Servern gehabt und habe ein paar Daten, ja, die leider nicht mehr existieren und manche, die ich mir aber glücklicherweise wiederherstellen konnte, und zwar durch Lightroom. Bei mir geht es ja, wenn es um Datenverlust geht, jetzt nicht um irgendwelche Excel-Dateien und so weiter, sondern es geht immer um Bilder. Da hängt mein Herz dran und wenn da mal was weg ist, da bin ich der Verzweiflung ganz schnell sehr, sehr nahe. Und da bin ich nicht drauf gekommen, aber da habe ich wieder gemerkt, wie wichtig es ist, dass ich Smart Vorschauen, Smart Previews für meine ganzen Bilder in Lightroom errechnet habe. Und wie geht das Ganze? Dazu würde ich dich jetzt einfach mal direkt mit auf den Computer nehmen und dir zeigen, wie ich das Ganze handhabe, wie das Ganze ausschaut und so weiter. Wenn du Bilder importierst von irgendwo, wirst du schon auch immer gefragt, hey, möchtest du denn hier oben Smart Vorschauen mit erstellen? Ist bei mir standardmäßig mit angehakt, mache ich sowieso immer. Solltest du das noch nicht gemacht haben, kannst du das aber auch nachträglich machen, indem du hier einfach Bilder auswählst, auf die du gerade Zugriff hast, die gerade mit deiner Festplatte verbunden sind, auf die Bibliothek, Vorschauen und dann Smart Vorschauen erstellen. Ja, natürlich braucht es ein bisschen Speicherplatz. Nicht viel. Ja. Kommen wir gleich dazu. Du musst davon ausgehen, dass es so ungefähr ein 20. bis ein 40. der Originaldateigröße ist. Also ziemlich klein. In meinem Fall sind es, glaube ich, bestimmt 200 GB oder irgendwas, ist es aber komplett wert, denn aus diesen Smart Previews, was ja verkleinerte RAW-Dateien sind, habe ich jetzt mehrere Monate an Bildmaterial wiederherstellen können. Natürlich nicht in voller Größe, aber so ein Smart Preview hat eine ungefähre Kantenlänge von 2600 Pixel. Das langt für enorm viel. Das kann locker auf eine Website, das kannst du sogar in einer kleinen Größe drucken, Instagram, Social Media und so weiter sowieso. Also 2600 ist wirklich viel. Vor allem, wenn du eigentlich gar kein Bild mehr hast. Wenn du jetzt für Dinge oder für Bilder Smart Previews generiert hast, dann würde das auch hier direkt angezeigt. Also ich habe hier, Moment, die Select, ich klicke mal ein Bild an. Bin hier auf einem Ordner, du siehst hier Christoph eigene Dateien, das ist mein NAS, mit dem bin ich definitiv gerade nicht verbunden. Ich bin hier in Südafrika, nicht daheim im Büro. Und ich sehe jetzt aber hier Smart Vorschau. Ja? Also ich bin hier auf einem Smart Preview, kann in das Bild reingehen, kann auch auf Develop, also D, Develop drücken und kann hier Bearbeitungen vornehmen, kann das Ganze bewerten, verändern und so weiter. Das ist ein kleiner Vorteil davon, der einfach ein schöner Nebeneffekt ist, weswegen ich sowieso schon alles in Smart Previews umgewandelt habe, weil ich von unterwegs die Möglichkeit haben will, das zu tun. Also ich will diese Möglichkeit haben, von unterwegs alle meine Bilder bearbeiten zu können und das geht eben über die Smart Previews. Habe ich jetzt aber diesen Verlust, sind diese ja immer noch da. Die werden ja nur mit dem Original verknüpft, sobald ich an mein NAS angeschlossen bin. Dann holt er sich natürlich das Originaldokument und dann kann ich das auch in voller Größe exportieren und so weiter, bla bla. Habe ich das jetzt nicht mehr, das Originaldokument, bleibt aber ja dieses verkleinerte RAW, trotzdem als RAW, hier auf meiner Festplatte. Und aus dem kann ich jetzt wieder RAWs exportieren, indem ich hier einfach drauf gehe, mir eins auswähle und sage, hey, exportieren. Und dann wähle ich hier, er sagt mir, hey, die Originaldatei fehlt. Ja, ich weiß, die habe ich leider verloren. Yep. Und jetzt gehe ich hier, gebe hier einen bestimmten Ordner an, mache mal am Schreibtisch. Umbenennung brauchen wir auch nicht. Bildformat, das ist das, was wir suchen. Und da habe ich normalerweise immer JPEG, TIFF, PNG oder weiß der Geier was. Aber DNG ist ein RAW-Format. Und wenn ich jetzt DNG auswähle, hier noch die paar Einstellungen übernehme und hier unten dann auf Exportieren klicke, dann exportiert er mir einfach das Bild im
RAW-Format hier raus. Ich mache das mal ein bisschen größer. Siehst, ich habe jetzt hier das gleiche Bild, DNG, und zwar mit einer Kantenlänge von 2560 Pixeln. Das ist noch übrig und das ist meine letzte Rettung. Ich habe auch alle Daten sind hier mitgespeichert, mit welcher Kamera wurde das aufgenommen, wo, wie, bla bla bla. Alles ist in dem Bild natürlich nach wie vor vorhanden und das aber nur aufgrund der Sicherung als Smart Previews. Unfassbar wichtig. Und ich habe es jetzt extra im Nachhinein, ich hatte schon ein, zwei Ordner, wo ich es noch nicht drin hatte, auch die im Nachhinein nochmal alle als Smart Preview. Das ist es mir wert, dafür so ein bisschen Speicherplatz auf meinem Gerät, naja, zu hinterlegen, freizulassen, denn ja, ohne die wäre ich komplett aufgeschmissen gewesen. Und so sieht das Ganze aus, wenn ich hier in meinem Lightroom Ordner drinnen bin auf dem Gerät, dann habe ich natürlich einen normalen Previews-Ordner, um den geht es nicht. Das sind die normalen Vorschaudateien, also einfach nur, dass du hier ein JPEG vorgerendert zur Ansicht bekommst. Und du hast nebendran die Smart Previews, die ja eine Größe, Moment, er errechnet es gerade, das können wir gleich anschauen. Ich mache mal schnell den Cut. So, da sind wir wieder. Ging schnell, ne? Er hat es mir hochgerechnet, ich habe Smart Previews von 114 GB und die Previews, mit denen ich eigentlich nichts mit denen kann ich nichts anfangen. Ja, das sind Bilddateien, man kann, es gibt Anleitungen, wie man auch aus den Previews, solltest du keine Smart Previews haben, wieder Bilder retten kannst. Allerdings halt nur in der Preview-Größe. Wenn du Standard oder Minimal oder wie auch immer das, die sind dann klein, groß und so weiter, aber niemals die Qualität von den Smart Previews eben. Vor allem, weil du ja da auch noch die Bearbeitungsmöglichkeit mitgespeichert hast. Also es gibt Möglichkeiten, habe ich selber noch nicht gemacht, aber die sind größer. Schau mal, das sind 279 GB, was nur diese scheiß Pixelbilder haben, mit denen ich nichts machen kann, im Vergleich zu den 114, aus denen ich aber vollwertige, natürlich nicht vollwertige, natürlich sind die runterkomprimiert, natürlich hast du da Verluste und so weiter, aber hey, ich habe schon einen Verlust, also meine Bilder sind ja weg. Ich bin ja froh, wenn ich wieder irgendwas zum Greifen bekomme. Ich war zumindest froh. Ich habe 3-4 Monate habe ich wirklich so rekonstruieren können und habe zumindest jetzt Bildmaterial in der Größe 2500 blablabla Pixel. Muss ich jeder selber wissen, was er macht? Ich finde es eine geile Möglichkeit. Ich wollte das nicht vorenthalten, weil mir hat es den Hintern gerettet und vielleicht rettet es auch den einen oder anderen Hintern da draußen. Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass es niemals passiert. Es ist ein richtiges Scheißgefühl. Macht überhaupt keinen Spaß und du bist wochenlang ganz schlecht drauf. In dem Sinne, hoffe, du bist jetzt gut drauf, dass ich dir so wenigstens so ein bisschen was zeigen konnte und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Liebe Grüße und bis ganz bald. Ja, und wenn du noch ein bisschen Zeit hast, dann schau dir doch noch eines der anderen Videos hier auf dem Kanal an. Zum Thema Bildbearbeitung, Fotografie und so weiter. Da gibt es jede Menge. Und abonnieren hier unten, ja, den Kanal, dass du über neue Videos im Idealfall informiert wirst, sodass du nichts mehr verpasst und wir uns in Zukunft vielleicht öfters sehen. Liebe Grüße!